Im heutigen Video nehme ich euch mit zu meinem Friseur. Hallo ihr Lieben, viele von euch wollten ein Video über meine Haare, wie ich sie färbe, wie ich sie schneide, und da ich heute zum Friseur gehe, habe ich mal gedacht, das ist der perfekte Anlass, um euch mitzunehmen. Aber vorher gibt es eine kleine Haarstory, weil mich viele gefragt haben, wie es dazu gekommen ist, dass ich mir die Haare blond gefärbt habe und was meine Ausgangsfarbe war, wieso ich mir die Haare geschnitten habe. Deswegen kommt hier jetzt meine Haargeschichte. Ich habe, seit ich klein bin, sehr feines, dünnes Haar. Aber ich habe viele Haare. Das ist mir erst nach der Zeit bewusst geworden, als dann immer wieder Stylisten gesagt haben, boah, du hast hier gar keine Extensions drinnen. Und ich habe mir mal gedacht, was wollen die damit sagen? Und erst nach der Zeit habe ich gemerkt, okay, sie wollen damit sagen, ich habe viele Haare. Ich hatte also schon immer dünnes, feines, schweres Haar. Meine Haare waren als Kind dunkelbraun, so wie dieser Ansatz hier. So richtig heller gefärbt habe ich sie mir, ich glaube, das war 2013. Da wollte ich, dass meine Haare generell einfach heller aussehen, aber ich wollte nicht blond sein. 2014 habe ich sie mir wieder dunkel gefärbt. Ich wollte, dass sie wieder so sind, wie meine normale Haarfarbe ist. Das hat mir auch eigentlich ganz gut gefallen. Das habe ich dann, ja, bis letztes Jahr Sommer, glaube ich, so gehabt oder getragen. Dann habe ich mir immer wieder so ein Gloss reingegeben, also natürlich der Friseur, ich würde das niemals machen. Oh, hell no! Wie gesagt, das hat mir ganz gut gefallen, aber irgendwie wollte ich dann doch wieder ins Hellere, und vor allem, ich wollte dann irgendwie mehr ins Blonde rein. Und meine Mama hat mir als Kind immer gesagt, Julia, wehe, du wirst blond. Ups. Dann habe ich sie mir im letzten Sommer eben heller gefärbt. Ich wollte, dass der Ansatz dunkel bleibt und dass die Spitzen heller sind. Es ist natürlich nicht so geworden, wie ich es wollte oder wie das Bild, das ich gezeigt habe, einfach weil es von dunkel, dunkel auf hell einfach nicht von heute auf morgen geht. Letztes Jahr im November habe ich mir dann die Haare schnippschnapp abgeschnitten. No, God, please, no, no! No! Ich wollte halt einfach einen neuen Look, aber ich habe mich nie so richtig getraut. Und dann im November wurde ich, tada, genommen bei Krone Hit als Moderatorin. Und das war für mich der perfekte Anlass, dass ich einfach sage, okay, ich muss diesen neuen Lebensabschnitt irgendwie markieren, oder ich möchte mich einfach verändern. Ich bereue es keinen einzigen Tag. Dann habe ich mir immer wieder die Haare ein bisschen aufgehellt und wollte aber eben diesen Look haben, dass mein Ansatz dunkel bleibt und ich dann heller, heller, heller werde und ich quasi von der Sonne geküsst bin. Jetzt geht's ab zum Friseur. Wir werden hier wieder nachfärben. Ich werde jetzt nicht viel heller werden als zuvor. Wir werden einzig nur wieder ein bisschen mehr raufgehen mit der Blondierung, also dass es wieder mehr am Ansatz ist. Ich färbe nie mein ganzes Haar, weil ich diesen Ombre, Sombre, Balayage Look haben möchte, und genau das ist das Stichwort. Wir färben hier ein Balayage. Ich bekomme hier auch Olaplex. Olaplex ist besonders schonend zum Blondieren. Meine Haare werden hier in einen Long Bob geschnitten, das bedeutet, dass es hinten ein wenig kürzer ist und vorne ein wenig länger. Die letzten Male habe ich sie mir vorne ein bisschen stufiger geschnitten, weil ich diese Bewegung vorne haben wollte. Das möchte ich mir jetzt rauswachsen lassen. Also ich möchte wirklich, dass es vorne einfach ein bisschen länger ist, dass die Spitzen so schön zusammengehen vorne. We'll be right back.
Das war's mit dem heutigen Video. Falls es euch gefallen hat, abonnieren nicht vergessen, liken, mir auf Instagram und Facebook folgen und bis zum nächsten Mal. Voll cool.